Hallihallo, Hallöle zu einer weiteren Folge Green Project mit mir, dem Chris. Ja, letzte Folge haben wir herausgefunden, man kann hier die Büsche auch umkloppen. Das ist natürlich total toll, da hätte man natürlich viel schneller Holz gehabt, als wir es jetzt haben. Und was ich natürlich auch noch machen möchte, ich wollte noch mal gucken wegen dem Saatsortierer, also diesem Saatmacher. Weil ich mal davon ausgehe, dass wir bestimmt jetzt demnächst irgendwie noch Früchte finden. Und dann müssen wir daraus Saatgut machen. Oh, ist schon kaputt. Oh, schon kaputt das Ding. Funktioniert nicht mehr. Ich könnte es mit einem Schleifstein an der Werkbank probieren, ja. Das Problem... Ich höre hier immer irgendwelche Viecher. Das Problem ist ja, dass wir dann kein Eisen mehr haben. Also wenn der Schleifstein jetzt verbraucht ist, den wir hier haben, dann war es das. Ja, dann müssen wir also zeitnah wirklich... wo ist er denn hier? Müssen wir zeitnah Eisen finden. Ne? Und deswegen wollte ich da rechts auf der Karte, wollte ich dann die Sachen... ja, mit einem Baum versehen, um da ranzukommen. Weil ich mir vorstellen könnte, dass wir dort dann... Oh, hier, guck mal. Das sieht gut aus. Dass wir dort... Es hört sich an wie diese Kaffeekanne. Kennt ihr diese Kaffeebecher? Ja, pass auf, ich zeig's euch nochmal. Hier. Kennt ihr die? Diese Kaffeebecher, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann da halt Eisen finden. Ja, das ist ein bisschen wie Pumpkin Days hier, nur in perspektivisch hier. Ja, ja, ich weiß, ich muss schlafen. 14.07 Uhr muss ich schon schlafen, oder was? Das kannst du vergessen. Das mache ich nicht. Nee, 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 nee. So, hier, das füllen wir mal noch auf hier. Jo, alles klar. Und jetzt fehlt eine Taste, wie wir das Ganze einfach dahin schmeißen können. Ja. Nein. Nein, okay, ich muss es erst aus der Hand nehmen und dann kann ich es erst hinstellen, genau. So, er muss schlafen. Also ich schlafe doch nicht um 14 Uhr schon, ey, das ist doch nicht dein Ernst. Kann er nicht um 14 Uhr schon schlafen gehen? Außerdem ist hier noch NPK, der ist gleich fertig. Hier, nee, ist er nicht. Dauert noch ein bisschen. Ach, ich kann doch nicht um 14 Uhr schlafen gehen, wie soll denn das gehen? Ich guck mal, ob wir uns was brauen können. Vielleicht können wir uns ja was brauen, was uns ein bisschen Energie gibt. Ja, Kaffee gibt uns Energie. Belebende Tasse. Oh, da brauchen wir Kaffeebohnen, klar. Habe ich nicht. Kamillentee, okay, Kamille habe ich noch nicht. Hm. Mach gelben Schnee. Viel Kamillentee macht gelben Schnee. Das reimt sich sogar. Ich find's gut. Sehr schön. Was denn hiermit eigentlich? Achso, das können wir fallen lassen und ausrüsten. Okay, hier haben wir noch Wasser. Wasser ist nicht unser Problem. Essen ist unser Problem. Essen ist wirklich ein Problem. Wir haben noch sieben Stickies. Wir müssen zeitnah irgendwelche Tiere fangen. Also würde ich sagen, machen wir mal eine nicht tödliche Falle, würde ich sagen. Eine nicht tödliche Falle. Eine nicht tödliche Falle. Also zwei Federn. Zwei Federn und ein Draht müssen wir herstellen. Den Rest haben wir. Zwei Federn und ein Draht. Werkzeuge. Ne, Werkzeuge nicht. Rohstoffe. Ein Draht haben wir, glaube ich, noch. Ne, das Draht. Oh, was brauchen wir da? Was ist das? Eisen. Ich habe kein Eisen. Also kann ich noch keine Pfeilen bauen. Na, ist egal. Dann, wir haben 6 Bäume, 2817. Gehen wir halt pennen. Ist eben so. Können wir nicht ändern. Ne? Ja, man kann es auch nicht abbrechen. Also. So, okay. Speichern ist abgeschlossen. Wasser haben wir ja. Okay. Hunger haben wir auch, aber das lassen wir jetzt erstmal. Oh, was ist denn jetzt? 0.37 Uhr. Verdammt. Es ist mitten in der Nacht. Vielleicht kommen jetzt hier irgendwelche Tiere und bringen uns um oder so. Oh, guck mal hier. Der Baum ist schon gewachsen. Seht ihr das? Der Baum ist schon gewachsen. Juhu, cool. Fetzt. Ja gut, der braucht natürlich ein paar Tage. 0.44 Uhr. 2815, guck mal. 2817 hatten wir vorher.
Ja, ich hatte doch hier so eine Lampe. Ja, genau, die ist ja auch an. So. Wir kochen noch ein bisschen Wasser. Wo ist denn eigentlich unsere Pulle gelandet? Ich hatte doch irgendwo die Pulle. Hatte ich die irgendwo in den Schrank gepackt? Nee. Wo sind die Pulle mit dem Wasser? Ich hatte doch eine Plastikflasche. Ist die verloren gegangen? Ich weiß nicht, wo die ist. Normalerweise würde die hier auf dem Tisch stehen, auf dem Getränketisch, aber da steht sie nicht mehr. Habe ich sie irgendwo hingepackt? Chat sei schon. Stream sei schon. Video, ihr wisst doch, wo das ist, oder? Dann mal hier Bescheid sagen. So, okay, es wird hell draußen. 1 und 2? Nein, es wird nicht hell draußen, es ist dunkel draußen, okay. Aber hier fehlt noch irgendwas. Irgendwas fehlt hier noch. Okay, wir gucken mal. Ja, für die Feder brauchen wir Drähte, die wir nicht haben. Eine Zange hätten wir. Ein Möbel. Verbesserte Küche, ja gut, die können wir noch nicht herstellen. Nützlich zum Speichern und Organisieren ihrer Arzneimittel ist auch mit Eisen, haben wir noch nicht. Herbarium, was braucht man da? Lehm, Ton, ach du Scheiße. Ein Samenregal, ja, auch schön. Könnten wir herstellen. Aufbewahrung ihrer wertvollen Samen. Fliegenschrank, ein Fliegenschrank, Lieblingsmöbel ihres Magens. Wenn Sie ein Objekt verloren haben, befindet sich es möglicherweise darin. Ah ja, okay, ist klar. Werkzeugkasten, was macht der? Ach, Werkzeuge, okay. Mülleimer, was machen wir damit? Überschüssige Gegenstände hier wegwerfen, okay. Schaukelstuhl, das ist das Ding, was ich euch gesagt habe. Kann man die Zeit totschlagen, genau. Glasregal, Einmachgläser, Leuchtkäferlampe, genau die bräuchten wir dann später auch mal. Ja. Ach, das wird lustig. 1:27 Uhr ist dunkel draußen und wir verlieren Energie, Energie, Energie. So, pflanzlicher Basis. Wir haben eigentlich noch gar nichts. Wir haben noch keine Pilze. Wir haben noch keinen Mais. Wir haben noch keine Rübe, Nessel, Löwenzahn, Tomate, Ei, Kaffeebohne, Kürbis und Zwiebeln haben wir noch nicht. Okay, dann wissen wir schon mal, was es alles für Pflanzen gibt später. Aber jetzt müssen wir erstmal sehen, dass die wachsen. Und ich glaube, ich baue mir so einen Schaukelstuhl, weil die Zeit. 1:36 Uhr, ja, ich warte jetzt nicht ab. Da habe ich keinen Bock drauf. So, was brauchen wir denn für den Schaukelstuhl? Leuchtkäferlampe, Schaukelstuhl. Da brauchen wir Sticks, die haben wir. Und wir brauchen das Messer, das haben wir auch. Okay, dann bauen wir so ein Ding. Eine Stunde. Naja, seht ihr, gucke, so können wir auch die Zeit totschlagen. Jagdmesser. Zum Schneiden und Kochen. Okay, alles klar. So, wo stellen wir den hin? Den stellen wir uns natürlich direkt hier vor die Tür. Das werden wir wohl machen. Hier schön ins Grüne stellen wir den. Ins Grüne, genau. So, wie lange wollen wir? Ist um 3, 4, um 5, würde ich sagen, ne? 2 Stunden. Sehr schön. Wird es auch mal hell? Ja, was ist um 5? Das ist Sommer, da kann es doch mal hell sein. Oh, jetzt hier. Das ist nicht so gut. Wir brauchen 50 Wasser. Ja, jetzt habe ich das Wasser wahrscheinlich getrunken vorhin. Weil wir müssen noch einen Thymian-Tee machen hier. Weil Strahlung 34 und so. Ja, jetzt geht's los hier. Guckt mal, jetzt geht's los. So, unser Mais wächst schon, das ist gut. Gucken wir mal unseren Baum an. Ja, guck mal, der Baum hier, der hat schon. Oh ja. Der hat schon angefangen zu wachsen. Der auch schon, das ist gut. Dann gucken wir mal unsere Bäume hier unten an. Ja, die sehen auch gar nicht mal so schlecht aus. Und dann hatten wir ja noch Bäume gepflanzt hier ganz hinten, rechts. Da können wir auch nochmal hinlaufen. Man kann leider nicht schneller laufen. Ich würde gerne mal mit Steuerung oder so schneller laufen. Oder mit Shift. Gibt es leider bei dem Spiel nicht. Kann es sein, dass das ein grüner Frisch. Oh, guckt mal hier. Jawohl. Der wächst richtig schön. Guckt euch das an. Jawohl. Das sieht wirklich aus wie Eisen hier, ja? Das ist die Frage. Aber ich habe noch kein Werkzeug gesehen. Aber das kriegen wir gleich hin. Wollten wir nicht irgendwie unsere Axt schleifen? Die haben wir geschliffen. Gut. Man hatte nämlich gewundert, dass ich den Baum nicht umhacken kann hier. Warum nicht? Dann soll das wohl so.
Ja, hier kann ich auch nicht hacken. Also ich merke ja, dass wir auch gar keinen. Wir haben ja auch gar keine Spitzhacke oder sowas. Ist die Frage, ob wir aus den Büschen auch Samen kriegen. Naja, bis jetzt noch nicht. Das Geräusch ist so krass. Ja, hier sind noch überall Büsche, die können wir alle wegkloppen. Weil, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch Samen aus dem Busch kriegt. Sowas wie Brombeeren oder so, aber es gibt's, glaube ich, habe ich ja gesehen, gibt es ja nicht als zum Essen. Also wird es keine Brombeeren geben. Stickies und Stuckies und Äste und ja, Holz. Auf jeden Fall Holz. Das ist schon mal gut. Muss man bloß ein bisschen aufpassen hier. Aber unser Leben regeneriert sich auf jeden Fall nicht von selber. Also wir hatten ja von Anfang an 70. Wir haben jetzt weiterhin. Aber wir haben schon 6 Bäume gepflanzt. Die wachsen hier fleißig. Wasser ist, glaube ich, auch nicht das Problem. Wie sieht unser Gemüse, unser Getreide aus? Unser Mais. Ja, sieht gut aus, ne? Sieht man, ist dunkel. Oh, wir haben NPK. Das heißt, wir können weitere Bäume pflanzen. Und wir können noch ein bisschen. Hab ich nicht mehr gehabt? Habe ich nur 2? Achso, ich habe ja nur 2 Bäume umgeklatscht. Ja, naja, klar. Muss natürlich Bäume umhauen. Und wir können, glaube ich, auch Organic Waste herstellen. Und zwar mit. Gucken wir mal. Wir machen das mal hier wieder zu. Wir machen das zu. Wir können das herstellen mit Landwirtschaft. Komposter, Samensortier, organischer Abfall, ja. Ach, mit grünem Gras. Ach du heiliger Strohsack. Okay. Nee, das können wir auch damit herstellen. Holz und Stroh. Naja, dann machen wir das doch mal, oder? Hier Äste. Stroh. Stroh haben wir doch hier noch. Ist ja nicht so, dass wir nicht 99 Stroh hätten hier. Ja, guck mal hier. 30 Minuten. Das ist ordentlich. Das wird irgendwie langsamer, ne? Habe ich so das Gefühl? Aber jetzt haben wir erstmal Organic Waste. So, wie wir es brauchen. So, hier haben wir Wasser. Nicht genügend Platz. Okay, alles klar. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Dann das Zeug dahin. Müssen wir nochmal B drücken. Rechte Maustaste drücken, nicht linke Maustaste. So. Und jetzt müssten wir ja Platz haben. Genau. Und jetzt kochen wir uns mal hier noch eine Tasse. Nein. Eine Tasse Thymian. Genau. Das dauert 30. So, und jetzt werden wir hier nochmal einen Baum pflanzen. Und zwar direkt bei uns vor der Tür. Weil ich da voll Bock drauf habe, dass hier alles grün wird. Und zwar genau da. Nein, F2 drücken. Und wir pflanzen einen. Ja, was haben wir denn noch? Eine Ulme wäre cool. Haben wir noch eine Ulme? Nein, haben wir nicht. Okay, dann nehmen wir eine Zypresse. Steine haben wir. Die können wir mal hier gleich runterziehen. Und die Zypresse. Wo ist denn der Zypresse? Ach, den habe ich schon. Ja, ja. So, jetzt haben wir hier einen Zypressensamen direkt vor der Tür gepflanzt. Hier. Ich höre schon wieder ein Geräusch. Ihr hört das auch, oder? Hört ihr das auch? Welche Geräusche? Nee. Zeit totschlagen will ich jetzt nicht, aber das wundert mich hier. Ich weiß nicht, können wir das aufhacken hier? Nein. Können wir nicht. Okay. Hm.
Also ich weiß, dass wenn man nachher grüne Büsche umkloppt, dass da auch Käfer und so ein Scheiß rauskommen. Die muss man ganz schnell aufsammeln und Würmer und sowas. Ja, und da muss man halt ganz schnell zufassen und muss die schnappen, sonst sind die weg. Ne? Also ich höre ja irgendwas hier die ganze Zeit. Ich höre Vögel, ich höre irgendwelche zirpenden Viecher. Keine Ahnung. Also hier liegt irgendwas, ja. Seht ihr das? Hier ist irgendwas. Ist hier. Ja, also unser Bäumchen wächst hier auf jeden Fall. Das ist schon mal schön. Das gefällt mir. Das Bäumchen hier, ja, das wächst nicht so schön. Nicht so besonders. Aber es wächst. Das ist doch gut. So, gucken wir mal, ob wir noch irgendwas ernten können. Ach, guck mal hier. Guckt mal hier. Jawohl. Guckt mal. Hier gibt's. Das ist irgendein. Hier ist irgendein Kraut, wächst hier. Das ist Thymian, das weiß ich. Thymian. Ah, was ist das hier? Oh, hätte ich nicht abholzen sollen? Okay. Ich dachte, es wäre irgendwas, irgendein anderes. Ich dachte, es wäre vielleicht irgendein Kraut, was wir essen könnten. Das Ding ist, Thymian-Tee macht nicht satt. Und wir haben nicht mehr viel zu essen. Das ist nicht gut, würde ich sagen. 24 haben wir nur noch. Irgendwann gibt es keine Bäume mehr, meine lieben Leute. Und dann stehen wir da. Also ich muss ja sagen, bei den 35 Grad Innentemperatur hier ist auch mein Computer sehr schwer am Arbeiten, obwohl er einen riesengroßen Lüfter hat. Riesengroßen Radiator, Wasser gekühlt. Aber er pustet ganz schön. Deswegen guck schon mal darüber. So, jetzt müssen wir aber uns überlegen, was wir essen, weil wir jetzt was zu essen brauchen. Aber hier, ja, hier ist alles gegossen. Das wächst alles noch. Kann ich auch nicht draufklicken. Weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis das soweit ist. 37 müssen wir auf jeden Fall trinken. Wenn wir den eigentlich auch essen. Achso, den kannst du auch so essen. Das ist ja Quark. Den brauche ich ja nicht so essen. So, dann machen wir hier noch einmal ein. So, also Ratten, Hühner, Ratten und Hühner und Schweine sehe ich hier. Aber ich habe die noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die erst kommen, wenn man die Fallen benutzt. Weiß ich nicht. Könnte sein. Nee, du kannst das Licht wieder anmachen. Was macht denn so ein Nutri? Was macht denn der? 75. 70, 80, 90, 96 müssen wir kriegen. Ja, haben wir. Alles klar. Super. Super. Super, Richie. So, wir wollten noch einen Baum pflanzen. NPK und so, ne? Bisher mit NPK können wir Bäume pflanzen, weil wir damit nämlich Felder herstellen können. Und ich würde ja sagen, das sieht doch hier alles nach einer wunderschönen großen Wiese aus. Und deswegen werden wir hier mittendrin, werden wir jetzt hier einen Baum pflanzen. Und zwar genau da. So, und da wir ja so schlau waren und den Zypressensamen nicht mitgenommen haben, müssen wir jetzt wieder zurücklaufen. Wir müssen den holen. Sehr schön. Mit der fetten Hacke. Ich habe schon Fett im Bart, oder? Ich glaube, man muss dann auch irgendwann mal sich mal schäfen. Ne? Ich weiß nicht, ob es ein Badezimmer gibt oder so. Müsste man wahrscheinlich mal machen. Gut, das Gute ist, dass wir die Bäume nicht noch gießen müssen. Dass wir die nicht noch gießen müssen, Kinderchen. Das ist gut. So. Zypresso Watzka. Zypresso hier. Zack. Nein. Schon wieder der Bug. Ja, ihr habt sie gesehen. Jetzt hat sie geklappt. Zypretzki. So. Was ist denn das hier eigentlich? Sieht alles so ein bisschen komisch aus. Hä? Ich kann von außen auf meine Kiste zugreifen. Alles klar. Alles klar. Ihr habt es verstanden. Ich hab's verstanden, wie buggy das gerade ist. Ich hab's verstanden. So, wie lang weit sind die? Die brauchen noch ein bisschen. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir hatten da unten noch Organic Waste reingepackt. Kann das sein? Mm-mm-mm-mm.
Ich glaube, wir müssen das Wasser nicht extra abkochen, wenn wir einen Tee kochen wollen. Gehe ich mal von aus. Aber es kann mich auch irren. Oh, hier haben wir noch eine Milliarde Holz hier. Ach, aber wir haben keinen Stein, kein Eisen. Und ohne Eisen können wir nicht die... Ohne Eisen können wir nicht die, die Schleifsteine herstellen. Und Schleifsteine können wir... Ja. Ohne Schleifsteine können wir unsere Sachen nicht mehr scharf machen. Okay. Gucken wir mal hier runter, was hier so los ist. Oh, guck mal, hier ist schon ein bisschen Gras gewachsen. Ach, ist das schön. Ja. Steelwork. Aber ich weiß auch, dass wir da hinten links, wenn wir da rüber gehen, brauchen wir auf jeden Fall noch Lampen. Und für Lampen brauchen wir Büsche. Weil wir da irgendwelche Leuchtkäfer sammeln müssen. Ich habe vorhin schon mal überlegt, wie heißen die denn? Glühwürmchen, genau. Und die Glühwürmchen müssen wir in Gläser fangen und dann können wir damit uns den Weg leuchten. Aber erstmal müssen wir Büsche haben, wo die drinnen wohnen wollen. Organic Waste. Ja, ein Ahornbaum sammeln. Ja. Ich kloppe die jetzt erstmal nur so um. Organic Waste können wir dann später noch machen. Wobei wir die ja auch brauchen. Organic Waste brauchen wir ja auch. Was ist denn das hier eigentlich? Das sieht aus, als wäre das irgendein... Als wäre das irgendwas, wo man was buddeln kann. Okay. Was haben wir noch für Werkzeuge? Hammer, Sichel, Messer. Zum Schneiden und Kochen. Hm. Was zu schneiden und andere. Ein Holzsäge sägt Holz. Nervensäge. Ja. Kenne ich. Bin ich auch. So. Also wie wir sehen, sehen wir nichts. Wir müssen hier also... Ah, hier könnten wir Gras mähen hier. Okay, damit hätten wir grünes Gras. Weil ich meine, mit grünem Gras... Da war irgendwas. Da konnten wir irgendwas draus machen. Aber es ist doch schön hier. Es wird grün langsam. Es wird grün. Es wird grün. Hat das irgendein Verwelkdatum? Frisches, saftiges Gras ohne GMO. Was auch immer GMO ist. Oh, guck mal, hier ist auch schon ein bisschen was Grünes. Ah, oh, hier steht was. Habe ich eine Gefühl, eine Weile, weil es mir in der letzten Worten war, nie eingeladen. Wenn man also ziehst vor dieses Vermischten zu hinterlassen, dann bald von dieser Ölle zu werden. Du, der dies liest, musst ein Engel sein, gefallen vom Himmel, geschützt vor diesem endlosen Wahnsinn, zu welchem das Leben geworden ist. Wer immer du bist, nutze die Informationen, die ich in Stein hinterließ. Mögen sie dir helfen, einen weiteren Tag zu überleben. Ich schulde dir so viel für diese vertrocknete Einöde, welche ich dir hinterließ. Okay. Und das heißt, oh, das lese ich mir jetzt nicht durch. Ist nicht euer Ernst. Boah, Krawatte, ja, schöne Krawatte. Okay, wir stellen fest, es ist alles wie immer. Keep out, ja. So, wir wollen nochmal hier gucken auf der Zeichnung hier. Ja, hier oben ist irgendwas, ja. Hier ist so dieses komische Wäldchen und hier ist was. Das müssen wir dann noch rausfinden, was da ist. Okay, Pflanzen haben noch Wasser. Sieht zumindest so aus. Wir können hier mal Organic Waste reintun. Weiß nicht, warum er das jetzt nicht auf 10 gesteckt hat. Ich habe es ja vorhin reingetan. Das habt ihr ja gesehen. So, und ich hatte hier irgendwo... Ja, guck mal, hier habe ich Organic Waste reingepackt. Genau. Oh, ich habe Eisenerz. Wo habe ich denn das her? Wo habe ich denn das Eisenerz her? Hm. Frisches Gras. So, was konnten wir mit frischem Gras machen? Wir konnten irgendwas mit frischem Gras machen. Schon wieder vergessen, was? Pflanzlicher Basis. Löwenzahn. Ja, dazu brauchen wir ja Löwenzahn, den wir nicht haben. Zwiebelsuppe.
Steckrübe, Bohne, Giftpilz, Mutagena-Pilz, essbarer Pilz. Könnten wir irgendwelche Tränke herstellen? Nein, nein, war ja nur Kamillentee und so. Aber irgendwas konnte ich doch hier aus. Für irgendwas brauchte ich Gras. So, Alchemielabor können wir noch nichts machen. Nützliches. Rucksack. Echsenhautflasche. Da brauchst du Echsenhäute. Hier. Ach, organischer Abfall. Ja, ja, okay. Okay, okay, okay. So, der Samensortierer. Eine Maschine, um Samen herzustellen. Ja. Könnten wir herstellen. Haben wir sogar alles. Okay. Denn, geh mal hier weg, bitte. Das wird Seele. Wir brauchen Bretter. Aber unsere Säge ist schon halb kaputt. Okay. Ist egal, machen wir trotzdem. So, unsere Säge. Einmal bitte Bretter herstellen. So, das haben wir. Dann brauchen wir ein Eisengitter. Und wir brauchen. Nein. Wir brauchen Seil. Achso, ist nicht. Seil und Stoff, glaube ich. Kann das sein? Ich meine, das war so. Ja. Okay. Okay, also Bretter, Seil, Stoff und das Eisengitter. Ja. Ha! Gut, dann haben wir den auch. Den können wir nämlich aus Früchten Samen herstellen, die wir dann jetzt irgendwie finden. Ich habe schon voll den Bart und voll die Friese, ey. Sehr schön. Sehr schön. So, den stellen wir da rein. Achso, ich habe meine Tür zugemacht. Nee, wollte ich ja gar nicht. Okay, na, wir haben ja nichts, was wir da reintun können, weil wir noch keine Samen... Oh, guck mal, hier! Jawoll! Unser Gras ist gewachsen. Unser Gras sei schon unser... unser Raps... Raps sei schon. Mais! So, was denn jetzt hier? Da kann man doch bestimmt tricksen, oder? Ja, ja, ich weiß. Das ist immer sehr erschreckend, das Geräusch. So, jetzt machen wir hier nochmal. Füllen wir nochmal nach, das Ding, genau. Ist zwar jetzt kontaminiertes Wasser, aber. Pff. Wen interessiert das denn? Das Ding müssen wir aus der Hand nehmen und können es hier abstellen. So. So. Ein Samensortierer. Naja. Wir können ja nochmal einen Ahornbaum pflanzen gehen. Das müssten wir zeitlich noch hinkriegen. Aber wo? Ach, guck mal hier, wie die alles wächst. Das ist alles grün hier. Grün. Ist das schön. Ist das schön. Wo machen wir das am besten? Wo machen wir das? Ich würde ja sagen, wir machen das hier. Weil hier sieht es so aus, als könnten wir hier irgendwas Cooles machen. Und zwar B drücken, NPK in die Hand nehmen, NPK hindrücken, F2, Rechtsklick, B drücken, Ahornsamen, pflanzen. Jawoll, 9 Bäume haben wir schon gepflanzt. Juhu! So, jetzt haben wir noch 13 Lebenspunkte sozusagen. Da können wir nichts machen. Damit können wir nichts machen. So, jetzt könnten wir eigentlich um 14.18 Uhr schon wieder schlafen gehen, was aber eigentlich totaler Blödsinn ist. Was will ich denn schlafen um 14.18 Uhr? Dann bist du ja wieder mitten in der Nacht wach. Oh, hier NPK ist fertig. Können wir noch schnell NPK reintun. Geräusche. Einfach nur fett. So. Hier haben wir noch unseren Dings. Ja, wir müssten eigentlich mal was trinken. Aber eigentlich will ich das mit der... Eigentlich... Ah ja, okay. Ach, das Geräusch. Da kriege ich voll Durst, ey.
Es befindet sich schon etwas in dem Dings, alles klar. So, wir haben gegossen, wir haben Wasser. Wir haben was gegessen. Wir haben Bäume gepflanzt. Das heißt, theoretisch können wir jetzt schlafen gehen. Das machen wir jetzt einfach. Geht ja nicht anders. Und wir werden aufgrund des Wassermangels aufwachen. Und das ist auch gut so. Das ist der Plan. Damit wir nämlich nicht wieder die ganze Nacht wach sind. Ne? Also, ja. So. Trinken wir das mal. Jetzt wird es aber langsam kritisch hier. Was, ich kann nicht mehr schlucken? Wieso? 33, bist du doch. So, jetzt geht uns aber das Essen aus, ja? Leute. Das Gras kann ich schon mal nicht essen. Das ist schon mal schlecht. Im Notfall würde ich Gras essen. Wir müssen Tiere fangen. Wir müssen Tiere fangen, das geht nicht anders. Wir können jetzt hier nicht ewig rumrennen. Aber was natürlich das Problem ist, ich sehe noch was. Ich weiß nicht, ob ihr im Stream, also im Video überhaupt noch was seht. Ich glaube nicht, wahr? Also der Baum sieht hier schon gut aus. Hier hoch. Alt gut. So. Dann würde ich sagen, dann machen wir mal, gammeln wir mal 5 Stunden rum hier. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt gleich ein Problem gibt. Ja, er hat aufgehört. Ich brauche Wasser. Ja, ich bin dabei, mein Freund. Du kannst auch gerne... Aha. Okay. Ich kann den nicht benutzen, um... Ich habe immer gedacht, ich kann den benutzen, um meinen Durst zu löschen, aber das macht er ja nicht. Ja, jetzt geht unser Leben runter. Nein. Der gibt kein Wasser, okay. Haben wir noch irgendwo Wasser? Der gibt auch kein Wasser. Ach, fuck. Jetzt werden wir sterben. Wenn der hier nicht sich gleich beeilt, sterben wir. Na. Spiel, bitte nicht. Tu es nicht. Ja, also, war eine etwas längere Folge diesmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann in der nächsten, ne? Tschüss.